Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon begrüßt Sie das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Da müssen Sie aufpassen. Kökçü. Klasse Aktion. Jetzt hat er den Ball. Ja, alles richtig gemacht. Klasse geklärt. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Der Torwart ist heute Alex Meret. Piotr Zielinski steht gemeinsam mit Stanislav Lobotka im Zentrum. Und im Sturm sollen es in diesem Spiel gleich 4 Angreifer richten. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke? Am Ball ist Angel Di Maria. Rafa. Jetzt kann da was entstehen. Gut den Ball verteidigt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. So sieht also die Startformation von Benfica aus. Ja, wird hier gut unterstützt. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Stanislav Lobotka. Am Ball jetzt Kwiecha Kvaratskhelia. Piotr Zielinski. Das ist Stanislav Lobotka. Kwiecha Kvaratskhelia ist das. Anspiel nach hinten. Er spielt den Ball raus. Wird's jetzt gefährlich? Er spielt steil. João Mario. Kökçü. Raspadori. Piotr Zielinski. Er kann sie in Führung bringen. Ja, jede Menge Druck jetzt. Otamendi. Das ist Rafa. João Mario. Stanislav Lobotka. Wir hören den Pausenpfiff und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. Vor der Pause war das ja, naja, sagen wir, eine eher durchwachsene Leistung. Wie hast du es gesehen, Buschi? Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, dann hast du es als Mannschaft schwer. Sehen wir ja auch am aktuellen Ergebnis bisher nur Remis. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielabschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. João Mario. Rafa. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Chance zum Konter jetzt. Rafa. Sie verfallen da nicht in Hektik beim Spielaufbau.
Rahmani. Kvaratskhelia. Zielinski. Matthias Oliveira. Wird das seine Torchance? Kvaratskhelia. Piotr Zielinski. Könnte der Ausgleich werden? Gehalten, Szene geht weiter. Er nimmt die Kollegen mit bei diesem Angriff. Ball nach hinten gespielt. Gute Aktion. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Da muss er aufpassen. Das wäre oben ein harter Ausgleich gewesen. Eine klasse Parade. Aber wenn sie weiter so viel Druck machen, sich die Chancen erarbeiten, dann dauert es nicht mehr lang. Sie haben den Ball. Vielleicht können sie jetzt auch selber vorne für Gefahr sorgen. João Mario. Den hat er förmlich geahnt. Wir haben jetzt noch regulär 5 Minuten vor uns und die beiden trennt ja nur ein Tor. Geht da noch was? Raspadori. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Nachspielzeit 1 Minute. Otamendi am Ball. Am Ball ist Rafa. Damit ist dieses Spiel hier heute beendet und der Sieg geht hier am Ende an die Gäste. Wichtig, dass sie diesen knappen Sieg ins Ziel retten, dass sie den über die Zeit bringen. Es hätte auch anders ausgehen können. Und wir sehen hier, wie die alle durchatmen. Heute haben wir eine gute Leistung gesehen. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren, ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus.